Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farm Paper Mario und Legende von Eontor. Wir healen uns mal ganz kurz, weil der letzte Kampf schon etwas härter war. Unser Kopio, der hat ja nur noch ein Leben. Ich hoffe, den haben wir auch mit aufgefüllt jetzt. Glaube, beim ersten Teil von Mario war es so, dass es dann immer nur den Partner aufgefüllt hat, den du dabei hattest. Und das war dann richtig asozial immer. Du musstest immer den auswählen, den wo du demnächst brauchst und kein Leben mehr hatte. Gut, dann geht's mal weiter. Die drei Vollidioten haben wir letztes Mal besiegt. Dann geht es jetzt noch tiefer ran. Es sieht hier sehr kosmisch aus. Wen nehme ich als Partner? Nehme ich wieder Kopio? Ich glaube schon, Kopio ist ein guter Partner. Oh, ich weiß so, was wir jetzt machen müssen. So, holen wir uns jetzt mal das. Okay, die Viecher mag ich nicht. Mist. So. Also ich weiß, dass die sich jetzt halt dann vermehren und dann sind die richtig scheiße, das weiß ich noch. Okay, und die haben zwei Verteidigungen. Bäh, ich mag mich nicht begrabbeln lassen. Au. Okay, macht mal Powerpanzer. Wir sind eh demnächst nicht mal wieder an Levelaufstieg, weil wir schon wieder 55 Punkte haben. Und dann passiert sowas ja immer irgendwie ganz schnell. Okay, du hast auch noch einen Punkt übrig. Ich bräuchte einen mehr Angriffskraft. Nein, kein Blitz. Nein, jetzt hat er sich geteilt. Das ist das, was ich meinte. Weil deswegen habe ich jetzt auf Kopio, weil ich jetzt einmal Powerpanzer mache. Und dann war es zufällig gerade der Erste. So. Aber ja, ich mag diese Viecher nicht. Okay, hier brauchen wir die gute Erona. Ist jetzt halt auch nicht so mein Favorite Partner hier immer. So, da brauche ich einen Yoshi. Mist. Nein, drei von diesen Volldeppen. Ich hasse die Viecher. Die Sternhagel-Sternblitz. YYB. XXAA. AXYYB. BBABX. Scheiße, das wäre A gewesen. Ich habe B gedrückt. Okay, sollte. Okay, einer ist noch da. Okay, was machst du jetzt am besten? Eierschlag bringen wir nicht Saugmatz. Kannst du eigentlich nur Saugmatz machen, weil das deine einzige gute Attacke ist. Also, wo nicht nur ein Schaden macht. Oh, jetzt hat der so einen scheiß Tarndaken. Einmal mit einem Hammer bitte drauf. Warum ist mein FPS jetzt bei 30, weil der sich getarnt hat oder was? Hä, warum ist mein FPS gerade so niedrig? Luftwaffe. Die Showeinlage nehmen sollen. Die dürfen sich nicht tarnen. Aber so schaffe ich es wenigstens schnell eher zu drücken. Kann der das bitte nicht machen? Warum habe ich gerade 10 FPS, weil der sich jetzt geteilt hat oder was? Hey, jetzt habe ich wieder 60 FPS. Okay, ich brauche es nicht verstehen, glaube ich. Komm, hier ruft meine Herde von Yoshis. No, Yoshi-Angriff. Okay, wir wissen, welcher er ist. Und jetzt hau ich da einmal mit dem Hammer drauf und das ist down. Hat nur ganz viel BP gekostet. Mehr nicht. Aber nur noch 20 Punkte und dann sind wir eh schon wieder Level up. Geschafft. Ich erinnere mich an den Raum. Ich erinnere mich sehr gut an den Raum.
Ganz tolle Erinnerung an das Tarncape brauche ich nicht. So. Schauen wir mal drauf. Sollten die jetzt hier unten sein? Ach, ich glaube, ich brauche den gelben trotzdem noch, dass der oben bleibt. So. Schön, dass ich auch immer so Türen dafür überwinden muss. Ein richtig langer Weg einfach. Okay, da brauche ich jetzt wieder Yoshi. Nein! Ja, cool. Hinten irgendwas Cooles. Noch mehr Blöcke. Und ich kann da durchrollen. Ah, okay. Mit Rollen ist man schneller. Das war dämlich. Aber mir ist gerade eingefallen, wer ja richtig gut gegen diese Chomps ankommt. Unser Yoshi! Wenn ich jetzt noch ein Erdbeben mache, dann sollten die echt down sein. Perfekt. Ich brauche sowas von Level Up, dass meine Blütenpunkte wieder aufgefüllt werden. Okay, kannst du bitte dich normal hinstellen, danke. So. Ach nee, das war schon der richtige Raum. Ich war nur blöd. Ich erinnere mich. Yay, ich hab's geschafft. Ich glaube, ich muss da jetzt runterfahren. Um den hier zu drücken und da hochzufahren. Ah, ich kann ihn ja wieder runterholen. Dann Popio nehmen und dann Spaß haben. Komm runter. Ah. Da habe ich mir wieder den Weg gespart. Faules etwas. So, dann geht's mal nach da drüben. Mist. Schön. Was für ein wunderschöner Weg. Ja, dann geht's wieder nach oben. Nee, jetzt muss ich ja über den ersten auch nochmal drüber fliegen. Okay, ich darf jetzt nicht zu blöd sein zum Fliegen. Gecheckt. Okay, und nochmal nicht zu blöd sein zum Fliegen. Bringt mir das was, wenn ich da drauf hau? Ah, ich hätte da auch einfach. Okay. Jetzt muss ich wahrscheinlich nach da unten. Ich bin gerade so ein bisschen verwirrt, was ich tun muss. Ich muss da irgendwie hochkommen, aber die Frage ist halt, wie? Oder muss ich damit runterfahren und wenn er dann genau an dieser Stelle ist, weil der jetzt halt nicht so schnell fährt? Ja, wie komme ich da jetzt rüber? Jetzt ein bisschen bescheuert? Ich bin noch nie an dieser Stelle gehangen, weil ich das irgendwie scheinbar früher gecheckt habe. Was ich machen soll. Okay, ich nehme jetzt meinen Yoshi. Und falle runter. Okay, das erste Stück verstehe ich, ja. Dann muss ich das eine Ding runter tun, um da drüber zu fliegen. Ist ja kein Problem. Das Problem ist nur dann, das andere ist jetzt zu hoch und deswegen darf ich ja eben nicht mit denen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den roten wieder hochhole. Okay, ich muss da wohl rüberfliegen.
Ja, dann bin ich genau wieder da. Hä? Okay, ich bin irgendwie drüber geflogen. Frag mich nicht, wie hat funktioniert. Okay, da sehe ich jetzt auch, was ich tun soll. Da nehme ich diese Röhre und kletter einmal nach da drüben. Ich erinnere mich zwar an diese Stelle nicht mehr, aber ich bin mir sicher, wir fallen nicht nach unten, weil Yoshi sich verletzt hat. Okay. Okay. Dann gehen wir da wohl weiter. Ich brauche da wohl wieder meinen guten Kopio. Ah. Ja, dann müssen wir dann Bartom von oben runterschmeißen. Geht's hier weiter? Bööö. Kein Gegner, gegen den ich kämpfen will. Kein Gegner. Ach, dann auch nur zwei von den Deppen. Machen wir mal einen Sternblitz. Vielleicht löst es unser Problem. X, Y, X. A, B, B, Y. Scheiße, ich habe A gedrückt. Ja gut, da wird wohl kaum einer davon fliegen. Oh, einer fliegt tatsächlich davon. Man sollte es positiv sehen. So steigen wir wenigstens noch ein Level hoch. Ah, jetzt ist er wieder. Och nee. Es ist nicht wirklich, dass er sich vermehrt an meine FPS zollern. Okay, es war der erste. Und Hammer. Au. Bin eh gleich Level up, Leute. Wirf doch ruhig mit Steinen nach mir. Können du mit Steinen nach Gegnern werfen. Das wäre voll praktisch. Aber nach mir ist halt so ein bisschen. Ui, Schatzruhe. Ein Sternenwind. Okay, den will ich aber eigentlich schon mitnehmen. Was lasse ich da zum Mysterium kommen? Ich hätte letztes Mal einen Pilz rausbekommen. So, dann geht's da wohl hoch. Dann werfen wir wohl da den guten Bartomp einmal nach unten. Mist. Das hat vielleicht wehgetan. Ja, komm, machen wir so einen Sternhagel. Das ist so lustig, wenn ich ganz schnell A drücken muss. Oh, wie ich es hasse. Okay, mach drei Schnitte, wenn ich praktisch das voll schaffe. Okay. Okay. Bombe. Machst, glaube ich, einen Schaden mit einer Bombe. Und der ist schon mal K.O. Ja, ist schon in Ordnung. Wir werden gleich gehealt. So, und jetzt. Level up. Wir nehmen diesmal Blütenpunkte. So. Ich finde es auch sehr überraschend, dass Bartom 40 Leben hat. Okay, 1, 0, 2, 0, 1, 0. Okay. Ich hoffe, wir haben uns jetzt alle gemerkt. Wir können speichern. Sollte man ja immer machen, wenn ein Speicherblock in Sicht ist, den auch benutzen. Weil dann rechnet irgendwer, dass ich dann ganz schnell verrecke. Hey, wie bewege ich das Tal? Ebona? Okay, keine Ahnung. Mit Yoshi drüber fliegen ist ja ein bisschen sehr weit. Da drüben ist ein Palastschlüssel. Oder ein Schlüssel. So, jetzt.
jetzt nehme ich den Kopier und hole mir den Schlüssel. So. Perfekt. Aber ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Paper Mario und die Legende vom Yondor. Bis dahin. Tschüss.